Löwe, Fuchs, Frosch. Das war es, das ich nicht wusste. Löwe, Fuchs, Frosch und alles ist weg. Was mache ich jetzt mit diesen Informationen? Löwe, Fuchs und Frosch. Wir hatten ja auch den Brief mit dem Froschlogo, ne? Ist mit einem Zahlencode verschlossen. Hoffentlich gibt es hier drin Hinweise, die mir helfen, das zu knacken. Okay. Wir haben ja jede Menge neue Sachen. Was für ein seltsamer Ort. Vielleicht können wir das hier mit dem Buch machen. Aha. Immer wenn ich Josef fragte, was mit unseren Nachforschungen passiert ist, schwieg er. Erst gestern Abend erzählte er mir die Wahrheit. Unter den Männern der SA befand sich eine Person, die ganz anders als der Rest war. Josefs Stimme klang ängstlich, als er von diesem Mann sprach, obwohl er nicht wusste, woher diese Angst kam. Was auch immer es war, die SA hörte ihm zu, als er ihnen sagte, sie sollten alle Unterlagen von Josef mitnehmen. Alles ist jetzt weg, sagte mein Freund. Alles. Was wird Nasim jetzt von mir denken? Okay. Eine Skizze von weinenden Nonnen. Ein gerahmtes Bild von weinenden Nonnen? Ich hasse es. Können wir also nicht kombinieren? Ich teste nur aus. Ich kann das Bild mit Hilfe von Dorotheas Taschenmesser aus dem Rahmen entfernen. Okay. Auf der Rückseite des Bildes steht eine Nummer. Oh, nice. Wahrscheinlich kann ich diesen Code benutzen, um die Kiste aus dem Tisch zu öffnen. Das ist ja perfekt. Ein 1928. Ja, dann machen wir das eben kurz. Dreh, dreh, dreh. Es hat geklappt. Quietsch. Schauen wir mal, was hier drin ist. Sieht aus wie eine alte Einladung. Große Öffnung vom Haus der Kunst. Hier steht, dass er in der Sonderausstellung um entartete Kunst geht. Entartete. Muss eine ihre Eserin gewesen sein, wenn die Person, die hier wohnt, es gehütet hat, neues Objekt erhalten. Und es gibt noch eine weitere Seite mit handschriftlichen Notizen darauf. Zuerst lag er regungslos da, niedergestreckt von dem kalten Stein. Sein Knochen nackt und doch so greifbar nah. Wäre der Frosch am Ende nicht gesprungen, wäre das Schicksal schon längst besiegelt. Der Löwe weiß es, er benutzt die drei Symbole für seine Unterlagen. Seltsam. Neues Objekt erhalten. Komische Skizzen? GB erwähnte gestern, dass Schüler in München verlassen musste, als die Nazis die Macht ergriffen. Als er floh, war das Haus der Kunst noch im Bau, wenn ich mich in der Zeit nicht irre. Okay, wir haben hier noch eine Schublade, ne? Sehe ich gerade. Es gibt hier eine ganze Reihe von Akten, meistens über Leute, die hier durchgekommen sind. Einer der letzten Einträge auf dieser Liste ist J. Schülein. Keine Überraschung. Und das? Das fühlt sich an wie das gleiche Papier aus Opas Notizbuch. Neues Objekt erhalten. Wow, wir haben hier jede Menge neue Objekte. Wir haben uns das soweit angesehen. Schublade, das, Tür. Wir gucken hier erstmal weiter. Schülein benutzt immer wieder einen Löwen als sein Wappentier, also könnte sich das auf ihn beziehen. Das ist also Schülein. Interessant, das wäre dann der Frosch, von dem wir geträumt haben. Dann haben wir noch den Fuchs, von dem haben wir noch gar nichts mitbekommen. Auf wen könnte sich das beziehen? Warte, ich versuche es nochmal mit dem Notizbuch. Aha, das ist eindeutig die Handschrift meines Opas. Warum fühle ich immer Eifersucht, wenn sie Josef den Löwen nennt? War ich es nie wert, dass sie mich nach einem so stolzen Wesen benennt? Ich wollte sie fragen. Ich wollte es verstehen. Aber stattdessen war ich zu schwach und fragte nur wie ein Kind, was meine Wappengestalt sein könnte. Sie lächelte mich auf diese geheimnisvolle Art an und sagte: Klug und schnell und für immer frei, brennend rot von Feuer, ein Schwanz zum Führen und Folgen und Fliehen. In deinen braunen Augen wohnt die Seele eines Fuchses, nicht so ehrenvoll wie ein Löwe, aber zufriedenstellend. Also es
ihr Vater der Fuchs oder wie? Aber wer ist dann der Frosch? Das ist ja interessant. Die zwei scheinen ja, also jedenfalls der Fuchs ist ja dann nichts Böses, ne? Worauf könnte sich der Frosch beziehen? Das ist eindeutig die Handschrift meines Opas, ja. Was für ein seltsames kleines Wesen, so voll von Feuer und Energie. Oder eines, das ich nicht anfassen sollte, wenn ich meinen Verstand behalten will. Obwohl Wirbeltiere, wie dieses primitiv sind, kann ich in seinen Augen Intelligenz erkennen, die über seine Größe hinausreicht. Vielleicht bringt das Alter Weisheit für alle mit sich. Ich weiß, dass der Löwe auch hinter ihr her ist. Ich hoffe, ich verliere sie nicht an ihn. Ich weiß nicht, ob mein Herz das ertragen könnte. Aber man ist dadurch nicht schlauer geworden, ne? Okay. Eine Einladung zur Eröffnung vom Haus der Kunst. Das ist, ja. Wer auch immer es in der Kiste gelegt hat, muss gedacht haben, sie sei wertvoll. Was auch immer es ist, ich brauche noch Begleitung, denn ich und Kunst, keine gute Kombi. Ja, vielleicht können wir den Bruder mitnehmen. In dem Notizbuch steht nichts über das Haus der Kunst, aber wenn ich es mir genauer ansehe, scheint es, als würden einige Seiten fehlen. Ja, das sind ja die Seiten wahrscheinlich, ne? Der Text, zuerst lag er regungslos da, niedergestreckt von dem kalten Stein. Sein Knochen nackt und doch so greifbar nah. Wäre der Frosch am Ende nicht gesprungen, wäre das Schicksal schon längst besiegelt. Da sind ein paar. Die Löwe weiß es, er benutzt die drei Symbole für seine Unterlagen. Da sind hier Stein, Knochen und Frosch, glaube ich, groß geschrieben, ne? Dass das heißt? Okay, hier gibt es nichts Neues. Das sind verschollene Einträge aus dem Notizbuch. Die fügen wir mal wieder ein. Das fühlt sich an wie das gleiche Papier aus Opas Notizbuch. Das werde ich zum Notizbuch hinzufügen. Perfekt. Linsen hatten wir schon. Kann ich die nicht mehr anschauen? Ich dachte, wir haben jetzt neue Sachen, die wir lesen können. Opa ist der Fuchs. Das hat sie erfahren. Frosch. Okay. Lass uns etwas anderes ausprobieren. Das deutet darauf hin, dass Josef eine Metallkiste in der unteren Etage vom Haus der Kunst versteckt hat. Ich muss graben. Haus der Kunst. Okay, das ist unser neuer Ort. Das Haus der Kunst ist nicht mein Fachgebiet. Wenn ich sicher gehen will, dass ich nichts übersehe, brauche ich Hilfe. Vielleicht können wir ja Brüderchen fragen, der scheint sich ja auszukennen. Endlich erhaschte ich einen Blick auf das, was er mir so lange vorenthalten hatte. Eine einfache Metalltruhe. Groß genug, um Korrespondenzen sicher aufzubewahren, aber nicht viel mehr. Schon am nächsten Tag war sie weg und damit fiel eine sichtbare Last von seinen Schultern. Mein Freund, sagte er, wenn sie mich erwischen, folge meinen Spuren, bevor sie dich erwischen. Und dann, wo Bomben dich nicht finden können und die Kontroversen ausgestellt werden, schau nach unten und verdopple das Schachbrett. Verdopple das Schachbrett. Die Hinweise werden in meinem Vermächtnis liegen. Grabe nach Antworten. Okay. Na gut. Da kommen wir aber auf jeden Fall weiter, ja. Sehr schön. Gehen wir hier durch. Ach, da geht es einfach nur wieder raus. Warte mal, gab es hier rechts nichts mehr? Nicht in den Schrank gucken können oder so? Anscheinend nicht. Okay, raus. Komplett raus. Hier haben wir sonst gar nichts weiter, ne? Nee. Das ist auf jeden Fall spannend. Was ist das jetzt hier? Ist das. Ich finde es ein bisschen schade, dass da nicht steht, was das ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass das. Ach, ich sollte JB fragen, ob er mit mir kommen will. Stimmt, ich brauchte Begleitung. Ohne ihn würde ich mich im Kunstmuseum verirren. Und er hat ein Studententicket, das eine Begleitperson zulässt. Praktisch, praktisch. Schätzle, wach auf. Er schläft wie ein Baby. Hast du Lust auf einen Ausflug? Wohin denn? Im Haus der Kunst, das magst du doch, oder? Ich liebe es. Ich habe sogar ein Studententicket dafür, damit ich nicht bezahlen muss. Und du auch nicht, wenn ich kann. Also ich kann eine Begleitperson mitnehmen. Eine Exkursion auch für den schmalen Geldbeutel. Klasse, steh auf und lass uns gehen.
Okay, dann ist er auf jeden Fall schon mal mit von der Partie. Bewegen wir uns dahin. Ich habe hier noch nie so viele Leute gesehen. Es muss eine Art Feier geben. Ich frage mich, was der Anlass ist. Zum Glück hat uns niemand nach Einladungen gefragt. Obwohl es beim letzten Mal ziemlich Spaß gemacht hat, sich zu verkleiden. Hey, Judith. Erdan, Judith? Sorry, ich habe gerade über etwas nachgedacht. Das konnte ich sehen. Also, was machen wir hier? Hier ist etwas versteckt. Etwas, das ich brauche. Okay, das hat das mit dem Verrückten von gestern zu tun? Hilf mir einfach, okay? Gut. Oh, hier sind ganz schön viele Leute. Oh, das sieht auch cool aus. Alle so schick angezogen, ne? Da kann ich echt nichts machen. Da ist nur eine Tür. Okay. Hast du wieder jemanden K.O. geschlagen? Schweigen. Sieh mich nicht so an. Dorothea hat mir gerade geschrieben. Glaub mir, selbst du hättest ihm eine verpasst. Okay. Gut, dann gehen wir mal in diese Tür. Wow, so viele Leute. Und, wonach suchst du? Schätze, heiliger Gral, Sinn des Lebens. Ich wusste, dass du so sein würdest. Wie, dass ich wissen will, warum du das alles tust? Oh, wie seltsam, mein Bruder sorgt sich um mich. Eine Tragödie. Ugh. Na gut. Es gibt da diese Sache, die Opa Wilhelm untersucht hat. Und es hat sich herausgestellt, dass es ein großes Geheimnis ist, lauter Rätsel und so weiter. Und jetzt sind auch andere hinter der Sache her. Klingt nach Spionage-Thriller. Ja, genau, das beschreibt es ziemlich gut. Voll cool. Ich bin dabei. Du ziehst wie immer die falschen Schlüsse aus dem, was ich sage. Was soll das denn sein? Ein Ausstellungsstück für Fäkalhumor? Was? Da steht das Leben biegen. 2016, Satoshi Nakamoto. Rohrskulptur mit Aluminiumlegierung. So ein Quatsch. Oh, hier sind wieder die Nonnen, ne? Hier haben wir nur die Bilder, ne? Dieser Stil sieht genauso aus wie auf dem Bild aus dem geheimen Salon. Was sagst du dazu? Hm? Oh, danach hast du gesucht? Sieht aus wie Expressionismus. Diese menschlichen Gestalten in Schwarz-Weiß sehen irgendwie aus wie Nonnen. Es scheint, als würden sie diesen zertrümmerten Knochen huldigen. Das Zeug um sie herum, die stacheligen Dinger, symbolisieren Myrrhe. Muss eine heilige Reliquie oder so etwas sein. Es gab eine Zeit, in der die Menschen mit den Knochen verschiedener Heiliger gehandelt haben. Aber es ist wirklich seltsam, so etwas in einem expressionistischen Werk abgebildet zu sehen. Mhm. Wenn ich hier etwas tun will, muss ich die Menge irgendwie loswerden. Okay. Derselbe Stil, schon wieder. Neues Objekt erhalten. Wenn ich hier etwas tun will, muss ich hier die Menge loswerden. Ich habe schon verstanden. Ich schaue mir nur erstmal alles an. Was für ein merkwürdiges Gemälde. Oh. Dieses Bild besteht aus mehreren Darstellungen, aber ich verstehe nicht, was sie bedeuten. Wahrscheinlich muss ich zuerst die Beschreibung lesen. Moment, ich kann nicht glauben, dass ich das gerade vorgeschlagen habe. Ich hasse die eigentlich. Die Beschreibung lautet: Reise der Ewigkeit. Circa 1500, unbekannter Künstler. Dieses Gemälde stellt den Weg eines Geheimrezepts über die Jahrhunderte hinweg dar. Die erste Epoche zeigt den König von Indien, Zarathustra, und einen Kung-Fu-Meister. Der König liest aus einer Schriftrolle und trinkt eine milchige Flüssigkeit, die Hauma genannt wird. Oh, die Legende besagt, dass der König durch dieses Getränk unsterblich wurde. Die zweite Ära zeigt den Kung-Fu-Meister beim Meditieren, der nun das Rezept für das Getränk des ewigen Lebens kennt. Er risste sich die Zutaten für Hauma in den Unterschenkel. Ein Mann lauert hinter ihm, dann tötet er ihn mit einem Stein. Der dritte Ära zeigt den Mann wieder am dem Turm des Schweigens. Er hat offensichtlich ein Glas Hauma getrunken und seine Geliebte trinkt es auch.
Zur gleichen Zeit stiehlt ein Rabe einen Teil des Geheimrezepts. In der vierten Ära verlässt ein Schiff die mittelalterliche Stadt Konstantinopel. Drei Nonnen halten mit ihren Händen einen Knochen über ihren Köpfen und singen wie in Ekstase. Wir können auch einen Mann sehen, der den Knochen begehrt, und eine Frau, die ihn mit einer geheimnisvollen Froschkreatur angreifen will. In der letzten Ära sehen wir sie alle wieder, wie sie in verschiedene Richtungen gehen. Was für eine faszinierende Geschichte. Jetzt kenne ich die chronologische Reihenfolge der fünf Darstellungen aus dem Gemälde, glaube ich. Okay. Chronologisch war das hier aber das erste, ne? Danach das, dann das, dann das und zum Schluss das. Was stand in der Beschreibung über diesen Teil des Bildes? Mal sehen. Die dritte Ära zeigte den Mann wieder am zoroastrischen Turm des Schweigens. Er hat offensichtlich ein Glas Haume getrunken und seine Geliebte trinkt es auch. Zur gleichen Zeit stiehlt ein Rabe einen Teil des Geheimrezepts. Hier, da hat man es gesehen. Ja gut, das haben wir uns ja alles soweit angesehen, ne? Warum kann ich das nicht mehr anschauen? Das könnte ich mir nur wieder anschauen und das Gemälde. Jetzt müssen wir uns das nochmal ansehen. Ein Vogel mit einem Knochen. Das seltsame Bild am Haus der Kunst. Es zeigt einen phönixartigen Vogel umgeben von Sonne und Knochen. Das klappt nicht. Okay. Was stand nochmal in der Beschreibung des Bildes? Erinnern, nicht erinnern. Reise der Ewigkeit. Circa 1500 unbekannter Künstler. Dieses Gemälde stellt den Weg eines Geheimrezepts über die Jahrhunderte hinweg dar. Ach so, oh nein, das erzählt nochmal die ganze Geschichte. Das haben wir ja schon, ne? Ich klicke das deswegen einmal komplett durch. Aber es geht anscheinend um dieses Geheimrezept, ne? Das sie dann sozusagen ewig leben lässt. Ich wollte das nämlich austesten. Okay, das funktioniert nicht. Aber das hat bestimmt damit zu tun, oder? Mit dieser komischen... Auch nicht. Aber das... Knochen? Doch, hier Knochen und da war auch Knochen. Und hier war auch Frosch und hier ist Frosch. Eigentlich gehört es doch zusammen, oder nicht? Aber ich muss mir ja erstmal jetzt überlegen, wie ich die Leute hier wegkriege, ne? Ich kann komischerweise meinen Bruder nicht mehr ansprechen. Mit dem Ding... Weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Ich bin sicher, dass der gelangweilte Kassierer im Haus der Kunst nichts merkt, wenn ich ihm einfach dieses alte Ticket von Jimmy vorzeige, um reinzukommen. Wieder zurück. Habe ich schon gesagt, dass ich diesen Ort hasse? Ich hasse diesen Ort. Okay. Wieso kann ich mit Brüderchen nicht mehr sprechen? Ich kann nur wieder da rein? Kann ich nichts rausschneiden oder so. Funktioniert auch nicht. Das will er auch nicht. Was ist das hier oben? Eine Sicherungstür. Wahrscheinlich sind wichtige Dinge dahinter versteckt. Eine Sicherungstür, so. Das kann ich nicht mehr anklicken. Wir haben dann nur noch dieses eine Bild. Ich habe mir aber alles angeschaut. Und hier sonst gibt es nur die Beschreibung. Nee. Also muss ich bestimmt hier etwas machen, was ich übersehen habe. Kann ich jetzt da anrufen? Nee, kann ich nicht. Ich muss ja erstmal wissen, wer die sind, ne? Kann ich das Zeug irgendwie damit anfangen? Andings dann? Ich habe das alles schon ausprobiert. Aber das hier hängt nicht zusammen, ne? Das haben wir auch getestet. Und das? Auch nicht. Nee, nichts davon. Funktioniert nicht. Und hier das Leben biegen.
Es sind alles Hinweise, aber hier kann ich sonst nichts außer hier Sicherungstür. Und der Junge steht davor.